So Leute, vor langer, 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 langer Zeit gab es mal VIP-Booster von Double Masters und da gab es einen riesen, riesen Terz drum. Sie sind so teuer, sie sind immer noch teuer, sie sind so schlecht vom Value und was nicht alles. Und deshalb dachte ich, gehen wir mal zurück zu Double Masters und packen einen VIP-Booster aus. Ist jetzt auch schon ewig lange her, sag ich mal. Und ja, diese Verpackung geht halt gar nicht. Twice as nice. Gucken wir mal an, was hier so drin ist in diesen Dingern. Okay, öffnen lässt sich schon mal ziemlich bad. Na komm, na komm. Ach, so, jetzt. Oh, nice. Gut, dann ist hier ein Packen drin und sonst nichts. Okay. Dann gucken wir uns mal diesen Packen an. So. Ich würde sagen, wir haben eine Menge Karten hier drin. Ich würde die Commons relativ schnell überspringen. Uncommons und Länder nochmal genauer zeigen. Und ja, wir haben Magnific, Key Glass, Parasitic Strix, coole Karte. Sanctum Spirit, Discard Historic Card, das heißt, naja. Skinbar Dragon, Divest, Whisper of the Wild, gute Karte. Surge Nude, okay. Excanationist Capsule, coole Karte, habe ich damals im Standard gespielt. Die auch. Volchecken Gauntlets. Volchecken Gauntlets. Dann kommt unsere erste Ankamen, ein Treasure Keeper. Was bist du denn? 4 Mana 3-3, wenn er stirbt, zeigt mir die oberste Karte seines Decks vor, bis man eine Nichtlandkarte mit Mana-Kosten 3 oder weniger aufzeigt. Okay. Diese Karte kann man casten, außer ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Der Rest wird gemischt und random unter das Deck gelegt. Also das ist wie Kaskade. Nur beim Sterben. Rivenous Intruder. 2 Mana 1-2, man kann ein Artefakt opfern, um dem plus 2 plus 2 zu geben. Fatal Push and Foil. Hübsch. Ein schwarzes Mana, zerstörende Kreatur, Mana kosten 2 oder weniger, mit Revolt. Bei Revolt kann man eine Kreatur mit Mana kosten 4 oder weniger zerstören. Springleaf Drum, auch nicht schlecht. Ein Mana Artefakt, tappen, man tappt eine ungetappte Kreatur, kriegt Mana beliebiger Farbe. Morg Root Banshee. 5 Mana 4-4 mit Morbid, am Ende des Was? Nee, wenn sie ins Spielfeld kommt, wenn eine Kreatur in diesem Zug gestorben ist, kann man eine Kreatur -4/-4 geben. Unclient Disintegrator, okay. 3 Mana Instant, man zerstört eine Kreatur. Der Beherrscher verliert 3 Leben, wenn man. Na, wenn derjenige ein Artefakt konsultiert. Wow, wie dämlich. Valorous Dance. 2 Mana. Man sucht sich entweder aus, eine Kreatur kriegt Unzerstörbarkeit, oder man zerstört eine Kreatur mit Stärke 4 Höhe. Gute Karte. Basalt Monolith in Foil. Hübsch. Ich weiß gar nicht, ob es den mittlerweile schon in Foil gab. Ich glaube, der war in irgendeinem M-Set drin. Also irgendeinem Master-Set. Außer Double Masters. 3 Mana Artefakt. Enttappt nicht während des Tap-Segments. Für 3 Mana tappen, für 3 Mana enttappen. Der gab es zwischenzeitlich mit der Zierda aus Ikoria ziemlich Probleme mit. Es dürfte unsere erste Rare kommen. Wow. Engineered Explosives in Foil. Hübsch. Mit Sunburst 2 Mana opfern. Man zerstört jede Permanente mit Mana-Kosten gleich der umgewandelten Mana-Kosten gleich der Charge-Counter auf dem Ding. Und die Charge-Counter kriegt man eben über X Mana-Kosten und Sunburst. Eversworn Canonist. Eine Karte, die ich sogar im Death and Texas spiele. 2 Mana 2-2. Jeder Spieler kann nur eine Nicht-Artefakt-Kreaturen-Zauber pro Runde spielen. Wenn er das getan hat, kann er keinen weiteren Nicht-Artefakt-Kreaturen-Zauber pro Runde spielen. Und unsere erste Full Art ist eine Urzas Mine. Tappen für ein farbloses. Und wenn man Urzas Power plant und Urzas Tower kontrolliert, macht das Ding 2 Mana. Und? Wurmcall Engine. Hübsch. Das Maul ist ein bisschen strange. Okay, ist doch nicht so hübsch, wie ich dachte. 6 Mana 6-6 Death Touch Lifelink. Wenn die stirbt, macht die einen 3-3 Token mit Death Touch und einen 3-3 Token mit Lifelink. Ja, fällt also ineinander aber. Dann kommen ein paar Länder und wir haben die hübscheste Karte: eine Ebene aus Unhinged, ein Forest aus Zendikar, einen 3-3 Ape, einen grün-weißen Elf Warrior, eine Copy und ein Angel als Tokens. Ja, soviel zu den VIP-Boostern. Naja, bin leicht enttäuscht. Aber das ist okay, bei dem Preis war das zu erwarten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.